Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Norbert Kleinwächter. Werte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr von Notz, ich könnte Ihnen nicht eindringlicher widersprechen. Deutschland ist kein Einwanderungsland, Deutschland ist ein Heimatland. Und das, was Sie unter Fachkräfteeinwanderung hier in über 100 Seiten Gesetzentwurf mal vorschlagen, könnte man eigentlich als einen Satz zusammenfassen. Jeder kommt rein, aber keiner fliegt raus. Offensichtlich sind Ihnen 305.000 ausreisepflichtige Personen noch nicht viele genug. Ja, Deutschland braucht Fachkräfte, aber Deutschland braucht die Fachkräfte nicht aus dem Ausland. Lassen Sie mich mal Ihre falschen Zahlen korrigieren, Frau Faeser. Ach, die ist schon gar nicht mehr da. Die kann die Wahrheit nicht verkraften. In der Bundesagentur für Arbeit sind 771.788 offene Stellen gemeldet. Nichts irgendwie von wegen 2 Millionen. 771.788. Und die entfallen vor allem auf die Branchen Verkehr, Logistik, Verkauf, Mechatronik und Elektronik, Gesundheitsberufe, Maschinen- und Fahrzeugtechnik. Sie merken, technische Berufe, kommunikative Berufe, Verkehrsberufe, die da fällig sind. Diesen knapp 780.000 Stellen stehen 5,5 Millionen Leistungsberechtigte im Bürgergeld gegenüber, von denen 3,9 Millionen erwerbsfähig sind, 2,5 Millionen komplett arbeitslos, 2,5 Millionen Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Viele Hunderttausende Stellen entfallen in den nächsten paar Jahren durch Digitalisierung, aber auch dadurch, dass wir viele Zombie-Unternehmen auf dem Markt haben, die sich billigst über die EZB finanziert hatten, Billigskredite, die demnächst aus dem Markt austreten. Seit 2014 haben Sie demgegenüber 2,5 Millionen sogenannte Flüchtlinge ins Land geholt. Allein letztes Jahr 1 Million Ukrainer, allein dieses Jahr 135.000 Personen aus aller Welt. Wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenige Leute in unserem Land hätten. Wir haben das Problem, dass wir viel zu viele Menschen in unserem Land haben, die sich nicht sozialisieren, die sich nicht qualifizieren und die sich auch nicht integrieren, außer in unser Sozialsystem. Aber Sie machen die Schleusen auf, und Sie haben es ja offen gesagt, Sie wollen Spurwechsel für diejenigen haben, die gar nicht da sein dürften. Deutsch spielt für Sie überhaupt keine Rolle mehr. Da reicht für viele Projekte jetzt Niveau A1. Da kann man Brot und Milch benennen, da kann man aber keine Konversation führen. Das sind Ihre Fachkräfte der Zukunft. Auch Berufserfahrungen sind für die Grünen nicht so wichtig, das wissen wir ja. Deswegen schmeißen Sie die völlig über Bord. Das reicht jetzt dann 2 Jahre Berufserfahrung plus 2 Jahre Berufsqualifikation im Herkunftsland, was dort anerkannt ist. Und Sie wissen doch, liebe Grünen, dass in manchen Ländern der Welt sicherlich Berufsqualifikation durch Leistung erreicht wird, in anderen je nach örtlicher Sitte, aber eben auch durch käuflichen Erwerb oder fortgeschrittene Messerkunst. Und das will ich nicht als Fachkräfte bei uns mal eben anerkannt haben. Und da muss ich sagen, was Sie im Innenausschuss getrieben haben, ist ein Verbrechen. Das Qualifikationsgesetz von 2020 regelte ja noch, wer eine akademische Ausbildung oder eine Berufsqualifikation hat, der kann ein Aufenthaltsrecht bekommen. Dann hat Frau Faeser vorgelegt, der soll ein Aufenthaltsrecht bekommen. Und Sie regeln mal eben, die Rechtsfolge einer akademischen Ausbildung ist ein Aufenthaltstitel in Deutschland. Sie werfen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland völlig über Bord. Haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Tut mir leid, so eine Politik kann man doch nicht machen. Und eine Frage habe ich da schon noch an Sie, Frau Faeser. Und das haben Sie leider nicht beantwortet. Was passiert denn, wenn der ach so qualifizierte Einwanderer doch nicht so qualifiziert ist und sofort wieder auf die Straße gesetzt wird und dann aber nicht heimreist? Haben Sie denn schon die Rückübernahmeabkommen mit allen Ländern? Haben Sie denn schon die Garantie, dass die heimreisen? Oder wird das nur wieder eine Einwanderung in die Sozialsysteme, wie so oft, meine Damen und Herren? Das geht nicht in Ordnung. Sie nennen qualifizierte Einwanderung, wobei Sie einfach nur die Altersgrenzen hochsetzen, die Gehaltsgrenzen runter und die Qualifikationsgrenzen quasi auf Null. Und ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, warum ein Hochqualifizierter, der bislang Mindestgehaltsgrenzen von so ca. 60.000 Euro hatte, jetzt nach Deutschland kommen sollte, wo die Gehaltsgrenzen auf 40.000 Euro sinken. Also das macht für mich einfach überhaupt keinen Sinn. Und sicherlich, es wird den einen oder anderen geben, der von Deutschland träumt, der unbedingt mal herkommen wollte, der auch herkommen wird.
Aber mit Ihrer Politik ziehen Sie doch vor allem die Glücksritter an, die schon im Heimatland perspektivlos oder gnadenlos unterqualifiziert sind. Und erklären Sie mir mal, wie soll denn ein palästinensischer Schrottauto-Kfz-Mechaniker bei uns E-Autos reparieren? Soll ein nomadischer Ziegenhirt von der Steppe bei uns in der Viehwirtschaft Erfolg haben? Wie soll jemand, der nicht einmal grundlegende Sprachkenntnisse im Deutschen hat, im Verkauf brillieren? Sie haben keine Ahnung von der Realität, Sie Sozialisten. Die einzigen Effekte, die Sie mit der Chancenkarte und mit den Sprachkursen erzielen, wo man ja 20 Stunden in der Woche dazu arbeiten darf, ist, dass Sie einen gnadenlosen Konkurrenzdruck aufbauen. Und zwar mit den Studenten, die schon nicht mehr wissen, wie sie sich ihr Leben finanzieren sollen, mit den Rentnern, die nicht mehr wissen, wie sie sich ihr Leben finanzieren sollen, und mit den Niedriglöhnern, die nicht mehr wissen, wie sie sich ihr Leben finanzieren sollen, weil die Wohnungspreise so steigen, weil alle Preise steigen. Und die Leute prügeln sich jetzt auch noch mit ihren qualifizierten Einwanderern um Wohnraum und um die Billigjobs in der Bäckerei und beim Rewe, Jobs, die unsere Leute dringend brauchen. 250.000 Deutsche verlassen jedes Jahr Deutschland. 250.000 kehren unserem Land den Rücken, weil sie genug haben von ihrer linksgrünen Verbotspolitik. Und wissen Sie, wer stattdessen reingekommen ist in den letzten Jahren? Die Haupteinwanderungsländer waren, gut zuhören, Rumänien, Afghanistan, Indien, Bulgarien und Nordmazedonien. Es tut mir leid, aber mich beschleicht da irgendwie das Gefühl, dass das nicht gerade die Koryphäen der Qualifikation sind. Sie machen Deutschland zum Ramschland, und das ist nicht in Ordnung. Die Lösung ist eine völlig andere. Wir müssen Einwanderung begrenzen auf die wirklich Hochqualifizierten, so wie es Japan macht. Dazu gehört, wirkliche Mangelberufe zu erkennen, die Besten der Besten auszuwählen und dann auf wirklich hohe Qualifikation und hohe Sprachkenntnis zu achten. Nur so gelingt Integration. Wir müssen den Aufenthalt all derer beendigen und sie abschieben, die gar nicht hier sein dürften, zum Beispiel, weil sie über Drittländer gekommen sind, als sogenannte Geflüchtete. Und wir müssen uns um unsere 2,5 Millionen Arbeitslose kümmern, sie qualifizieren, ihnen eine Perspektive geben. Und da müssen wir eben auch das Sozialsystem unattraktiver machen. Aktivierende Grundsicherung ist das Stichwort. Vor allem müssen wir uns aber um unsere Familien kümmern, um die Kinder der Zukunft. Das ist die Zukunft Deutschlands. Und wenn ich überlege, dass Herr Professor Raffelhüschen eine Studie gemacht hat, in der er berechnet hat, dass jeder Migrant 450.000 Euro kostet, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das Geld würde ich viel lieber in unseren Familien sehen. Denn wissen Sie was? Für Deutsche ist Deutschland die Heimat. Sie sind hier aufgewachsen, sie haben mütterliche Liebe erlebt. Die wissen, wie die Leute ticken. Das können Einwanderer nie erleben. Sie bekommen hierfür einen Vorteil. Aber ein Hochqualifizierter wird nicht kommen in ein Land, in dem die Bahn nicht pünktlich fährt, in dem die Städte verschmutzt sind, in dem die höchste Steuer- und Abgabenlast der Welt existiert, bei relativ niedrigen Gehältern. Wenn wir unsere Heimat pflegen, wenn wir um unsere Heimat sorgen, erst dann wird Deutschland auch als Heimat für die wirklich Besten der Besten attraktiv. Haben Sie herzlichen Dank.